und streitet nicht mit dem Volk der Schrift, es sei denn auf die beste Art und Weise. Ausgenommen davon sind jene, die ungerecht sind, und sprecht: Wir glauben an das, was zu uns herabgesandt wurde und was zu euch herabgesandt wurde. Und unser Gott und euer Gott ist einer, und ihm sind wir ergeben. 4 Evangelien enthält die Bibel. Die Archäologen aber kennen heute weit mehr Evangelien, die unterschlagen wurden. Wie erklärt sich diese Diskrepanz? Von wem wurden diese Evangelien verboten? Eine Gruppe von den Leuten der Schrift möchte euch gern verführen, doch verführen sie nur sich selber und wissen es nicht. Ihr Leute der Schrift, warum verleugnet ihr die Zeichen Allahs, wo ihr sie doch bezeugt? Ihr Leute der Schrift, weshalb vermengt ihr die Wahrheit mit der Lüge und verbergt die Wahrheit gegen euer Wissen? Ein Schock für die Theologen. Zumal bald neue Evangelien bei Grabungen gefunden wurden. Das Evangelium nach Thomas, das Evangelium nach Maria Magdalena. Die Funde fachten eine hitzige Debatte an, ob die frühe Kirche kontroverse Darstellungen kurzerhand verbot. Gründe dafür gibt es genug. In der Frühphase des Christentums gab es weder ein Evangelium noch eine heilige Schrift. Sie waren arm und ungebildet, konnten weder schreiben noch lesen und taten daher, was alle taten. Sie erzählten Geschichten. Man muss sich das wohl so vorstellen. Du kennst doch Jesus. Was hat er zu dir gesagt? Hast du ihn begleitet? Und was dann? Stimmt, was ich da hörte? Es dauerte Jahrzehnte, bis das Erzählte niedergeschrieben wurde. Man datiert heute das älteste Evangelium, das des Markus, etwa aufs Jahr 70 nach Christus. Bis zum Jahr 200 entstanden aber nicht nur die 4 Evangelien, sondern bis zu 50 von ihnen. Darunter das Evangelium des Philippus, das Evangelium der Hebräer und die Offenbarung des Petrus. Die Bibel fiel nicht vom Himmel. Sie ist gemacht von Leuten, die wussten, was sie damit erreichen wollten. Die Bibel, wie wir sie kennen, entstand erst 300 Jahre nach Christi Tod. Und der Mann, der ihren Inhalt festlegte, verfolgte mit dieser Festlegung rein weltliche Ziele. Im Jahre 312 hatte Roms Kaiser Konstantin vor einer Schlacht einen Traum. So sagte er zumindest. Dieses Zeichen bringt dir den Sieg. Nach dem Sieg wurde das Christentum geduldet, bald gar zur Staatsreligion. Kaiser Konstantin wollte so sein zerfallendes Reich neu einen. 20 berief Kaiser Konstantin das Konzil von Nicäa ein. 300 der mächtigsten Kirchenmänner seines Reiches legten dort verbindliche Glaubenssätze und Dogmen fest. Das Ziel des Konzils ist die Einheit auf religiösem und auf politischem Gebiet. Nach wochenlanger Debatte einigen sich die Bischöfe. Erstens auf feste Dogmen, zweitens auf den Kaiser als oberste Kontrollinstanz. Kraft seines Amtes sagte Konstantin: Schluss aus, so ist es. Sprich, o Leute der Schrift, ihr Fuß auf nichts, ehe ihr nicht die Tora und das Evangelium und das in die Tat umsetzt, was von eurem Herrn zu euch herabgesandt wurde. Aber gewiss, das, was von deinem Herrn zu dir herabgesandt wurde, wird viele von ihnen in ihrem Aufruhr und Unglauben bestärken. Darum betrübe dich nicht über die ungläubigen Leute. Sie haben sich ihre Schriftgelehrten und Mönche zu Herren genommen außer Allah und den Messias, den Sohn der Maria,
Und doch war ihnen geboten worden, allein den einzigen Gott anzubeten. Es ist kein Gott außer ihm. Gepriesen sei er über das, was sie ihm zur Seite stellen. Alles wurde damit anders. So auch der Gottesbegriff. Gott schützt den Staat und der sorgt mit Hilfe der Religion für Einheit. Denn Streit und Regieren, das geht nicht lange gut. Kaiser Konstantin nahm sich auch die Evangelien vor. Er sagte, welche er akzeptierte und welche nicht. Und was geschah mit den übrigen Evangelien? Im Jahr 382 belegte sie eine Synode des Papstes Damasus mit dem Bannstrahl. Unter dem christlichen Kaiser Theodosius wurden sie für Häresie erklärt und ihre Besitzer eingesperrt, teils sogar umgebracht. Da gab es noch all diese anderen Schriften, die viele Gläubige liebten und lasen. Bis die Bischöfe sagten, du sollst nicht dies lesen, sondern das. Sprecht, wir glauben an Allah und an das, was uns herabgesandt worden ist und was Abraham, Ismael, Isaak, Jakob und den Stämmen Israels herabgesandt wurde und was Moses und Jesus gegeben wurde und was den Propheten von ihrem Herrn gegeben worden ist. Wir machen zwischen ihnen keinen Unterschied und ihm sind wir ergeben. Unumstritten jedoch ist die Spaltung der Kirche zu jener Zeit. Es herrschte damals erbitterter Streit zwischen den Gnostikern und ihren Gegnern in der Amtskirche. Sie berief sich auf die vier Evangelisten, die Gnosis auf Maria Magdalena. Dieser Fund ist, dass er auf einen erbitterten Machtkampf in der Kirche verweist. Wollte man damals etwas mitteilen, das man als wichtig für die Christenheit erachtete, erklärte man es nicht im eigenen Namen, sondern im Namen einer Autorität. Die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten, zu deren Strafe werden wir noch eine Strafe hinzufügen, weil sie Unheil anrichteten. In diesem Sinne war das Petrus-Evangelium also kein echter Bericht, sondern eine Fälschung. Das freilich legt eine befremdliche Schlussfolgerung nahe. War das Evangelium des Petrus eine Fälschung, dann sind auch die Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes gefälscht. Wir wissen nicht, wer es verfasste. Aber man schrieb alles Matthäus, Markus, Lukas und Johannes zu, denn das waren große Namen. Es steht so gut wie fest, dass sie nicht von Matthäus, Markus, Lukas, Johannes stammen. Apokryphen, sprich der vergessenen Evangelien, änderte unsere gesamte Sicht der Geschichte der Christenheit. Im Grunde stellen diese Schriften das gesamte Fundament des christlichen Glaubens in Frage. Aufgebrochenen Streit zwischen den gnostischen Christen und der etablierten Kirche. Irgendwer schreibt dieses Evangelium und schiebt es Judas unter, um die Charaktere zu wechseln und die Spielregeln neu festzulegen. Man kehrt alles um und holt die Apostel auf den Teppich, hebt dafür Judas auf den Thron, schon sieht die Welt anders aus. Doch geschah dies nicht ohne guten Grund. Man sagt ja, dass die Geschichte von den Siegern geschrieben wird. Hier meint man, die Verlierer sollen sprechen, denn es lohnt, ihnen zuzuhören. Aber es stimmt eben auch, dass die Sieger oft den Sieg verdienen. O ihr, die ihr gläubig geworden seid, glaubt an Allah und seinen Gesandten und an das Buch, das er auf seinen Gesandten herabgesandt hat, und an die Schrift, die er zuvor herabsandte. Und wer nicht an Allah und seine Engel und seine Bücher und seine Gesandten und an den jüngsten Tag glaubt, der ist wahrlich weit irregegangen. Allah, kein Gott ist da außer ihm, dem ewig Lebenden, dem einzig Erhaltenden. Er hat das Buch mit der Wahrheit auf dich herabgesandt als Bestätigung dessen, was vor ihm war. Und er hat die Tora und das Evangelium herabgesandt, vor dem als Rechtleitung für die Menschen,
und er hat das Buch zur Unterscheidung herabgesandt.